Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Der Commander ist bereits am Fliegen. Die Entscheidung ist gefallen. Wir besuchen den schwarzen Kult, den Black Cult Outpost. Und wahrscheinlich gibt es da gleich genauso viele Tote zu sehen, wie gerade eben auch. Und damit ein herzliches Hallo, Commander Reine. Hoffentlich nur nicht von uns. Hallo, Leute. du weißt, wie ich spiele, die Hoffnung ist vergebens. Alter, sieht dieses Plateau cool aus. Ja, das tut es tatsächlich. Der Outpost ist da vorne. Ich würde da nicht zu nah ranfliegen, weil der hat ein paar blöde Kanonen. Müssen wir mal gucken, wie wir da am besten rankommen, ohne dass sie uns gleich abschießen. Du hast ja überhaupt keinen Sideways Thrust in den... Es kann sein, dass... Das Ding bewegt sich seitwärts so überhaupt nicht. Ja, da könnte ich nochmal umbauen. Das werden entweder wir zusammen machen, nehme ich mal an, oder je nachdem, wie die Pläne weitergehen. So, gucken wir mal. Schießt der schon? Nein. Nee, ist noch eine sichere Entfernung. Ja. Ja, aber das Plateau ist wirklich cool. Tatsächlich kann man auch wunderbar cool drauf landen. Ja. Und man kann unglaublich gut Screenshots für die Folge draus machen. So. Okay. Ja. Okay. Bist du fertig? Ich bin nämlich gerade aufgestanden. Du hättest es gemerkt, ja. So. Du hättest es gemerkt. Okay. So, nochmal kurz hier ran und vielleicht noch ein Burger-Schmagofatzen und Bandagen raus, den Hover rein. Ah, oh, hier geht's Pentaxid. Okay. Also ich stehe schon draußen. Ja, ist ja gut. Ich warte. Ich muss mir aber auch was mitnehmen. Ach so? Was muss er sich denn mitnehmen? Ja, das, was du als nicht machst, dich vorbereiten. Ja. Das, was du als nicht machst, dich vorbereiten. So. Ja, wir können auch gleichzeitig hier nochmal. So, wir nehmen mal 5 Burger mit. Und den laufen lassen. Von jeder Tablette ein, das sollte reichen. Und die Sachen sind schon wieder falsch sortiert. Das macht nichts. So. Doch, für mich macht das was. Ich brauche Ordnung in den Kisten. War das mit dem typisch deutsch oder so? Nein, Streitpunkt mit befreundeten Let's Playern. So. Okay. Wenn du das sagst. Ja. So, dann nochmal das. Und, mir fällt gerade auf, wie niffig dieses Hoverbike aussieht. Wie so ein kleiner Stumpen. Wenn man das sich von der Seite anguckt. Was ist denn niffig? Naja, klein. Also niffig habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört. Okay. Übrigens können wir nicht direkt geradeaus drauf zufliegen. Da ist nämlich ein Loch im Boden. Wir müssen rechts rumfahren. Ja, alles gut. Gut. Dann ist das so. Ja, ich wollte nur Bescheid sagen. Haben wir ein Zelt dabei? Ja. Okay, du hast ein Zelt dabei. Dann probieren wir das mal. Schauen wir mal. Wenn ich wieder steuern kann. Du musst Space drücken, um abzuheben. So. Ja. Achtung, die haben auch so dicke, fette Kanonentürme hier. Das heißt, du solltest dich hier auch irgendwo platzieren. So. Ah, hier ist der Eingang. Nee, hier ist nicht der Eingang. Ja, da ist etwa der Eingang. Hier, an der Seite. Du, bloß pass auf, wenn du da reingehst. Auf deiner Seite meinst du? Den mach ich tatsächlich nichts. Du hast dein Zelt halt perfekt gestellt. Ich weiß nicht, wo du bist. Drin. Drin. Okay. Oh. Und alles am Umliegen, was hier spawnt. Okay. Ui. Ja, so ist das. Hi. Hallo. So. Ich habe auch einen erwischt.
Der wollte dich angreifen. Ich hab's genau gesehen. Ah, genau. Im Übrigen machen wir einen großen Fehler. Wir könnten eigentlich hierfür schon die Mission starten, Revenge von der UHC. Okay, dann machen wir das doch. Und dann kriegst du nämlich abgeschossene Zirax. Okay, dann machen wir das doch. Aktivierung. Oh, ich bin am Verbrennen. Du hängst irgendwo über einer Düse oder sowas. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Ich würde mich nämlich ungern verteilen. Ich bin hier jetzt auf Verbrennen 2. Da drüben. Hm? Da rein. Gut. Hier rein. So. Du kannst gerne mal da hochgehen, aber es geht da unten weiter. Okay. Ich kenne den tatsächlich. Mach langsam hier unten. Mhm. Schön crouchen. Und dann siehst du nämlich schon öfter. Also, man sieht deinen Stream im Moment, ne? Ja. Gut. Alles klar. Gut. Schön mit Fernrohr. Kannst du wunderbar machen mit der Pulse Rifle. Ja, okay. Hinter dir. So, okay, hier ist ein Schalter. Ja, den schaltest du mal. Okay. Und dann. Okay, alles mitgenommen. Ja. Alles so, mitgenommen. Und jetzt gehört der Outpost schon uns. Was? Ja, da war der Kern. Der Schalter zerstört den Kern. Ja, aber hier sind ja noch Gegner drin. Ja, da sind noch ein paar Gegner, die können wir jetzt klappen. Da ist der Ausgang. Ah, sie ist ja mitten reingelaufen. Macht nix. So, ich hab nicht abgedrückt, Gott sei Dank. Macht nix, gibt kein Friendly Fire. Ach so, was? Zumindest nicht, dass ich das wüsste. So. Wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Nö, du verlierst keine HP. Au. Au. Spritzt zwar, glaube ich, Blut, aber du verlierst keine HP. So, warte mal, was habe ich denn hier gerade für eine Condition? Mal gucken, wahrscheinlich irgendwas, wo ich ein kaltes Getränk trinken müssen. Sie sind dehydriert, trinken Sie was. Ach, Spiel. 25 unterschiedliche Conditions, für die man unterschiedlich 1000 Teile braucht. Also ich sehe schon zu zweit, wir müssen stärkere POIs nehmen. Nö, alles okay, das ist schon mal... Ah, hier hinten sind noch Dings. Also wie gesagt, bei dem hier, dem wusste ich, wo es hingeht, da gehst du rein und dann da unten rechts. Ja, und wenn du es nicht weißt, dann ja. Ne? So. Und wir kriegen schön Treibstoff. Nee, ich habe keinen Platz mehr. Ich hol mal das Schiff her. Ja, genau, hol schon mal das Schiff her. So, wo steht die denn? Na, Abbaustrahl des Schiffs wäre halt ganz cool. No, dieses Teil hier einfach mal schön mit dem Abbaustrahl des Schiffs abbauen. Ich glaube, ich habe meine... Ah, nee, das ist mein Hoverbike. Ich verstehe auch nicht, warum das tatsächlich nicht erlaubt ist. Also es macht tatsächlich für mich nicht so viel Sinn. Weil du das halt mit den kleinen Sachen machen kannst. Du kannst das mit dem Hover, da gibt es Werkzeugtürme. Uiuiui. Guck mal, da ist eine Minigun-Drohne. Ein Minigun-Drohne. Dafür sollte das Schiff gut genug gerüstet sein. Nö, mach ich. Ach so. Eng. So. Ja, lass mir doch auch mal meinen Spaß, hier so ein Ding vom Himmel runterzuholen. Okay. Aber schön. Der Design dieses Outposts ist schon ganz nice. Also die Black-Cult-Sachen sind allgemein recht nice, das muss man mal wirklich sagen. Ja? Weil das ist ja nicht das Einzige. Vom Black-Cult gibt es viel mehr noch. Okay. Also ist vom Design her halt einfach echt hübsch anzusehen. Ja. Und es ist halt sehr viel. Problem bei den Black Cult Sachen ist, es ist halt wirklich genau das. Es ist black. Mhm. Und wenn in Empyreon Sachen schwarz gemacht werden, siehst du sehr schlecht. Ja. So. Das ist tatsächlich. So. Holen wir mal das Schiff ran. Zack. So, die Geschütztürme sind erfolgreich abgebaut. So, was dann nehmen wir hier noch die Teile hier weg. So, da ist nämlich Elektronik drin. Uiuiui. Oh mein Gott, jetzt wäre ich da beinahe runtergefallen. Jetzt gemerkt. So.
Was seid irgendwas, ihr? Irgendwas schießt auf mich. Was? Wo? Irgendwas, ja, irgendwas hinter dir eine Drohne, die gerade abgestürzt ist, weil die Autogeschütze sie erwischt haben. Das meinte ich, irgendeine Drohne wahrscheinlich. Mhm. Ich hab doch jetzt ausgeschaltet, oder? Nee, ich hab die Geschütze ausgeschaltet, statt die Schubdüsen. Das ist jetzt natürlich nicht so intelligent. Genau. So, nehmen wir mal dich hier raus. So, hier gleich mal die Energieversorgung weg. Oh, gucken wir gleich auf der anderen Seite, ob da auch noch Generatoren sind. Oh, und jetzt zeige ich dir Matrix 17 mit Selbstverarschung wieder da drin, was du siehst. Mach mal einfach deine strukturelle Integrität an. Und dann siehst du auch alles. Ach so. Ist übrigens etwas, was ihr, also die erfahrenen Spieler wissen das, die spielen, entweder spielen sie mit der Ding, mit der Nachtsicht. Mhm. Ja, das gibt's auch ein paar Let's Player, die das sehr gut machen, dass sie mit den Nachtsichtgeräten spielen. Ich mag die nicht so sehr und ich spiele tatsächlich oft mal in POIs, indem ich die strukturelle Integrität eingeschaltet habe. Wunderbar besser als jedes Nachtsichtgerät. Okay. Ja. Also ich mag die Nachtsicht in dem Spiel tatsächlich auch nicht. Plus, sie kommt im Let's Play halt einfach auch nicht gut. Also in der Aufnahme ist das nicht gut zu sehen. Was natürlich gleich nochmal ein Grund ist, es nicht zu tun. Ja, es gibt tatsächlich Let's Player, die kriegen das recht gut hin. Da bin ich immer wieder erstaunt. Also ich krieg damit halt auch einfach so meine Problemchen. Ja, aber ich kenne das. Oh. Für mich ist das auch nichts. So, Waffen. Oh, wir haben ein Poster gefunden. Schön. Ja, sehr gut. Neues Poster fürs Schiff. Herrlich. So, die Munition hier rein. So. So, der Sven arbeitet sich hier mal an den Seiten einfach mal vorbei, um hier das Dach runterfallen zu lassen. Ich benutze jetzt einfach mal den Dekon-Container und verbinde mich mit dem Dekon-Container und tue da mal einfach alles rein. Beim Abbauen. Ist mein. Oh, doof. Was machst du? Komme ich schon ans Schiff ran? Oh, ich komme ans Schiff ran. Ja, logisch. So. Halt. Input. So. Das Ding. Pistolen-Upgrade-Platt. All dies kann in die Input-Kiste. So. Wie gesagt, ich connecte mich. Das kannst du auch machen. Drück mal F4. Drück mal F4. Ich bin noch connected. Ich hab doch schon alles ins Schiff gepackt. So. Okay. Ich hab gerade alles ins Schiff gepackt. Mach mal dein Inventar auf. Ja. Das sind ja die Sachen, die du gerade eben abbaust, ne? Ja, genau. Ich könnte. Ja, genau. Ich könnte. Nein, stopp. Hör mir mal ganz kurz zu. Bitte mal F4 drücken. Ja. F4. Ja, hab ich. Genau. Jetzt gehst du. Ich habe jetzt extra die Dekon-Kiste benutzt, dann können wir das später da raussortieren. Geh mal auf die Dekon-Kiste. So, bitte. So. Jetzt drückst du da oben auf dieses Wi-Fi-Icon. Ja. Ja, klick. Ja. Gut. Jetzt machst du Escape, um zuzumachen. Jetzt drückst du einmal T, dann hast du deine Leiste wieder. Und jetzt geht alles, was du mit dem Multitool aufsammelst, automatisch da rein. Ja, das kannte ich schon. Ja, gut. Das macht viel einfacher beim Abbauen. Du brauchst dann nur später einmal die entsprechende Kiste sortieren, weil manchmal hast du Sachen drin, die da nicht reingehören, wenn sie ganz bleiben. Und das ist dann um Welten einfacher. So. Wenn du mit Gewicht und Volumen spielen würdest, müsstest du das so oder so machen, weil du in 0, nix voll bist, wenn du mit Gewicht und Volumen spielst. Okay. Also mit voll meine ich natürlich jetzt nicht voll, nicht besoffen, sondern voll. Ja, aber wieso nicht? Das ist die einzig wahre Form von voll. Ja, aber dazu brauchst du einen Akkua-Sekt wieder. Na gut.
Oder musst du bei einem Talonsbier... Ich wollte übrigens einen Sekt ansetzen, weil ich dein Signal geortet hatte. Ja. Wenn wir Bären da haben, können wir auch einen Sekt machen. Wir haben Bären da. Natürlich. Oh. Dann können wir uns ja zum Schluss am Ende der Folge einen einlaufen lassen hier. Hier ist die Schubdüse. Ich habe soeben die Schubdüse gefunden. Hast du gefunden? Ja. Die so warm macht. Ja. Okay, und ich verstehe nicht, warum das Ding hier nicht runterfällt. Das ist nirgendwo mehr fest. Mach mal deine strukturelle Integrität ein. Und siehst es wahrscheinlich. Was war das jetzt? So, entschuldigt. Der Sven hat genossen. Okay. Der Sven hat außerdem Organversagen. Geh mein Ziffernheil nicht mal. Ja, ich kann mich nur nicht mehr bewegen. Okay. War es ein bisschen zu warm, ja? Ja. So. Dieses Spiel. Nehmen wir die Drohne jetzt. Nase voll hier. So. Mit der Drohne bist du eh viel schneller, wenn du so abbaust. Ja. Oh, ich kann viel schneller Bunny hoppen als zu laufen. Ja, klar. Manchmal ist es ja auch so, dass sie dich, wenn dich so ein blödes Teil da irgendwie erwischt, so ein Angriffsmeck oder sowas. So. Dann bist du in 0, nix irgendwelche Beine und Arme los, amputiert hast du dann, glaube ich. Ja. Kenn ich alles. Hab ich alles schon gesehen, hab ich alles schon gehabt. Wir haben übrigens eine Encrypted Schematic gekriegt, die wir bei der UCH verkaufen können. Nur mal. Nicht verkaufen. Also abgeben für Points. Erstmal, nein. Die Schematics sind Schema, sind Baupläne. Ach so. Das heißt, das sind Sachen, die du eventuell später bauen kannst, wenn du sie noch nicht hast. Okay. Zum Beispiel, manchmal sind da schöne Sachen dabei wie Vulcan Flak Turrets. Ja, oder diverses andere Zeug. Ah, du hast es jetzt abgeklickt. Okay. Du gehst auf jeden Fall zum nächsten UHC-Schiff und tust sie decrypten und dann sieht man ja erstmal, was es ist. Mhm. Das ist übrigens relativ neu, das ist noch nicht so ewig drin. Früher waren die Teile tatsächlich direkt decrypten. Du hast genau gleich gesehen, was es ist, und jetzt ist es scheinbar ein bisschen random. Mhm. Und guck mal, da ist noch ein Loot-Container. Da ist noch ein Loot-Container, sehr schön. Ja, ich habe auch ein paar zwischendrin gehabt. So. Auf jeden Fall immer diese Schematics decrypten und gucken, was es ist. Und wenn du es schon hast, dann kannst du es immer noch verkaufen. Mhm. So. Die Drohne kannst du natürlich mit Shift noch beschleunigen. Ja, mache ich gerade. Dann ist die echt schnell. Mach ich gerade. So. Ich glaube, wir sind ziemlich fertig hier, ne? Ja, ist die Frage, wollen wir mal gucken, was wir alles in die Build Factory knöppeln können, um vielleicht das große Schiff zu beginnen. Tu dir keinen Zwang an. Du kannst jetzt direkt auf diese Box gehen und erstmal die großen Teile raufnehmen. So. Auf die wir uns connected haben. So, hier. Halt, oh. Hier war gerade noch ein Energieteil. So. Du schaust unten noch weiter? Ich guck noch, ob irgendwas noch drin ist, aber ich glaube, da war nichts mehr. Das Doofe ist halt, wenn ich jetzt quasi die Build Factory starte und da Dinge reinmachen, kann ich das, was ich angefangen habe, ja nicht mehr abbrechen. Was? Natürlich. Doch, kann man? Okay. Hab ich noch nicht gesehen. Solange du nicht starten machst, kannst du in die Fabrik immer was komplett Neues. Du kannst
Du kannst die Fabrik, die wird ja von den Spielern, die mit Gewicht und Volumen spielen, wird die Fabrik oft mal als Zwischenspeicher benutzt. Ah, okay. Ja, das heißt, die machen dann auch ein großes Raumschiff rein, ja, was ganz viel Material braucht. Und wenn die dann hier sowas abbauen, dann kippen die das direkt in die Fabrik rein. Okay. So. Ja, du kannst es halt nur nicht mehr rausholen, beziehungsweise es gibt eine Mod, mit der du das rausholen kannst, aber standardmäßig kannst du es nicht rausholen, soweit ich weiß. Problem ist, oder das, was mir tatsächlich nicht gefällt, ist, dass ich nicht direkt aus Containern Sachen in die Build Factory legen kann. Doch, kannst du. Und zwar, indem du die Container connectest und dann unten auf diese Leiste, auf diese gehighlightete Leiste die Sachen legst. Also so wie du jetzt mit dem Container connected bist, wenn du den Container aufmachst, und dann kriegst du unten die Leiste. Mhm. Aber ach so, ja, aber das ist ja super umständlich. Ja, ist es leider. Das ist halt Empyreon. Das ist halt super umständlich. Es ist halt viel einfacher, jetzt an diesen Container zu gehen, ja, mein Inventar voll zu machen. Und dann halt alles irgendwie direkt aus meinem Inventar rauszuschieben. Tatsächlich, ja. So. Das Problem ist, natürlich ist das einfacher, wie du sagst, aber nochmal, wenn du mit Gewicht und Volumen spielst, dann geht das nicht anders. Okay. Schwupp, die Sachen mal noch raus. Die Kohlenstoffblöcke können wir rausnehmen, das Licht können wir rausnehmen. Ah ja, das geht alles. Okay, Kobalt. Mechanische Komponenten. Ja, ich schütte das jetzt alles mal da rein. Da war auch nichts, ja, genau. Mach das. So. Mach das. Also. Ein Bett. So, schön. Ein Licht. Okay. Ich habe hier übrigens noch Sachen drin, fällt mir gerade so auf. Oh, kann gut sein. So. Du. Warte mal, was wart ihr? Ah, Satiumplatten. Sehr schön. Guck mal, ob da unten noch irgendwas war. Ach, Xenosubstrat. Daran könnte es mangeln. 9900 Xenosubstrat. Ich glaube, so viel habe ich nicht. So. Meinst du? Ich glaube, so viel habe ich nicht. Ja, da müssen wir als nächstes halt ein Ding-POI machen. Da müssen wir so ein Abandon-POI machen. Kohlenstoff geht auch. So. Ich kann die auch so reinmachen. Was? Element? Ach, die Betonblöcke. Okay. Gut, dann kommen die Betonblöcke halt hier wieder zurück. Dann geht der Sven jetzt mal... Also eigentlich will ich das jetzt gerade wieder weg haben. So. Konstruktor Output. Betonblöcke, gehärtete Stahlblöcke nehmen wir hier direkt mal raus. Fenster L-Blende, die mittleren Schubtüren. M, genau. Gerüstblöcke können wir hier rausnehmen. Das Ding können wir rausnehmen. Das beschädigte RCS können wir reinwerfen. Gucken wir mal, ob es geht. So. Genau, weil ich werfe da jetzt einfach mal alle Dinge rein, die ich einfach gerade nicht brauche. Ja, mach. Ne? Alles Gute. Elektronikzeug. Solarzellen. Den einen Passagiersitz. Also es ist tatsächlich so, die Fabrik sagt dir, wenn es nicht mehr beiträgt. Ja, genau. Also wenn du, sagen wir mal, mit Eisen voll bist und tust dann reine Stahlblöcke rein oder Eisenplatten, dann sagt er dir, trägt nicht dazu bei. Genau, Betonblöcke, sagt er gerade, trägt nicht dazu bei. Ja, war gut. So. Beton auf dem Schiff ist halt... Ja, wird halt nicht so häufig verwendet, ne? Genau. So, dann komme ich auch mal rüber. Das bleibt hier. Oh, die Hydroponikeinheiten gehen nicht, okay. Ach, ich verstehe. Ihr wollt zwar Holzlatten und Pflanzenfasern, weil da ein hydroponischer Bereich drin ist, aber okay, Hydroponikblöcke gehen nicht. So. Dann muss der Sven mal nach Xenosubstrat gucken. Ich glaube tatsächlich, dass ich keins habe. Also hier sind schon mal... Warte, ich tue dir das mal kurz in Input rein. Ah, das geht nicht? Das geht. Okay. Das beschädigt der RCS. Das werde ich jetzt mal vernichten. So. Das noch aus dem ersten Schiff. Du hast hier noch eine Klonkammer rumliegen, die kannst du reinkippen. Wo denn?
Im Konstruktor-Output zum Beispiel. Das sind auch noch Türme, falls das, das sind Base-Türme. Das sind drei Projektil, nee, ein Projektiltürm für Base, den kannst du auch reinkippen. So, die O2-Station, die Klonkammer, den Energiekondensator, das LCD-Display, die Fenster. Ja, komm. Machen wir einfach alles. Oh, guck mal. Ich schalte mal einen Dekonstruktor ein. Ah, nee, der wird nicht gehen. So, ich guck gerade mal, ob da noch was drin ist. Ja, die Kraftfelder kann ich noch rausnehmen. Stahlplatten, das Ding. So. Okay, und schon muss der Dekonstruktor nichts mehr machen. Gut, wunderbar, dann schalte ich gerade wieder aus. Ja, bleibt da. Kann ich den Flammenwerfer? Oh, es geht sogar so ein niffiger Flammenwerfer da reinzulegen. Ja, wenn da Metall dran ist zum Beispiel oder so, dann geht das. Ja, genau. Also Holzlatten haben wir jetzt genug. So, jetzt machen wir uns auf die Suche nach Xenosubstrat. Holzlatten. Oh, Xenosubstrat 2016. Also ich habe gerade 2016 und 9900 brauchen wir. Ja, also das heißt, wir sind auf der Suche nach einem Alien-POI. Mhm. Das wäre dann das nächste. So, Input. Die ganzen Stahlplatten nehmen wir direkt mal hier raus. So, lassen wir 2x8000 hier drin. Können wir hier die Elektronik noch nehmen? Eisenbarren haben wir im Zweifelsfall auch nochmal ordentlich. Titanplatten nehmen wir direkt mal mit. So. Und dann gucken wir mal, was noch fehlt. So. Ist gut. Ja, weil dann können wir ja planen. Warum zeigt er mir das? Auf was geht das gerade? Auf was zählt das ein? Ach, auf die... Oh, es fehlt echt noch eine Menge. Okay. Ja, das ist kein kleines Schiff da. Es ist noch nicht eines der ganz großen, aber es ist kein kleines. So, okay, ich hänge uns also mal. Eisenbarren und Holzlatten sind schon mal voll. Titanstäbe 13.000, 15.000 Kohlenstoffsubstrat, knapp 15.000 Satiumbarren, eine Menge Siliziumbarren, ein bisschen an Kupfer braucht es noch, Xenosubstrat, Neodym. Ja. Ja. Und Restum und Zirkosium habe ich, glaube ich, noch ein bisschen was hier auf Lager. Ja, tu mal noch nicht alles rein. Es kann sein, dass du noch was brauchst, um das Schiff weiterzubauen oder so. Hier ja, mal, bevor wir dazu kommen, das wirklich komplett... Ja. Ich sehe, du hast hier noch was in deinem Control-Container Holz, also für die Abbau. Das tue ich dir auch mal noch in deinen Input, Constructor-Input, sofern du rausgehst. Mhm. Okay, so. Das Ding kann hier rein, die mechanischen Komponenten gehen nicht mehr. Das Kohlenstoffsubstrat, okay. Ja, da fehlt auch nicht mehr so viel. Okay, so, Juli. Jetzt komm mal hier runter zu deiner unteren Ausstiegsrampe. Welche ist denn die untere Ausstiegsrampe? Meinst du die vordere? Die nach vorne geht, genau. Okay. Kannst du mir mal sagen, Sie machen, ob das nicht reinregend. Ob du das an der Stelle haben willst. Hier, dreh dich mal um, 180 Grad, guck mal. Oh, ist die süß. Ist das, die? Ist das Britney Ant oder so? Das ist Britney von den Polaris oder so, so. Ja, keine Ahnung. Okay. Oh, irgendwie, die Brittany. Ja. Genau. Mhm. So. Okay. Na? Ja, ist noch keine Zirax-Boyband, aber ist schon mal nicht schlecht. Hätte auch in die Privatquartiere gekonnt. Ja, genau. So. Aber ich dachte, das ist so für die ganze Crew was. Ne? Mhm, ja. Ne? Also, oh. Ne? Also das Auge ist mit, ne? Ja, genau. So. Ja. Wenn du dich hingesetzt hast, dann guck mal, ob auf dem Planeten noch was ist, auf dem Mond. Ja, aber... Oder? Ob hier wirklich was ist, das erfahren wir erst beim nächsten Mal, liebe Freunde des Nerdzeitalters.
Denn so enthusiastisch wie der Rainer gerade ist, hat er ganz vergessen, dass wir am Ende einer Folge sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die neue Richtung gefällt euch. Lasst mir ein Däumchen hoch da und natürlich auch dem Rainer. Und Rainer, danke dir für eine coole Aufnahmesession. Jawohl, dann wünsche ich euch allen was. Ne? Ich hoffe, es macht euch Spaß und bye bye. Ciao.